Hallo und herzlich willkommen zu diesem Neuland-Interview auf meinem Dieser Dad-Kanal. Wieder begleitend zu meinem Buch Willkommen in Neuland geht es jetzt mal noch um das Thema Fans und Hater. Und da ist auch ein Experte, kann man sagen, leider, mein Sohn Oskar. Du hattest vor 6 Jahren, glaube ich, angefangen mit YouTube, haben wir gesagt. Weißt du noch, was du gedacht hast oder gesagt hast, als du die ersten 1000 Abonnenten hattest? Ich weiß noch, was ich gesagt habe, als ich die ersten 100 Abonnenten hatte. Okay. Ich weiß auch, also da hatte ich so krass gegelt Haare und so und da habe ich so ein Musikvideo gemacht und habe halt so lange für das Musikvideo gebraucht, dass ich dann schon 150 hatte oder so und meine so, boah, und jetzt sind wir schon 150, ey, mega krass, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Habe mich halt mega gefreut. Weißt du, was ich bei 1000 gesagt habe? Oder gedacht, wie hat es auf dich gewirkt, dass du jetzt 1000 Abonnenten hast oder was? Ja, das war natürlich total krass, also vor allem, weil ich das halt immer in Relation zu unserem kleinen Örtchen hier gesehen habe, wo ich halt dachte so, yo, ey, jetzt haben so, bei uns wohnen so 80.000, 90.000 Leute und 1.000 haben mich jetzt abonniert. Ich glaube, du hattest immer so wirklich so eine richtige, konkrete Vorstellung. Du hast immer gesagt, stell dir mal so ein Stadion vor mit 1.000 Leuten. So, ja. Du hattest einfach so diese Zahl vor Augen an Menschen. Ja, ja. Inzwischen haben jetzt deine Videos insgesamt 75 Millionen Aufrufe. Zeitweise wurden die einzelnen Videos von 85.000, 100.000, 150.000 Leuten geschaut. Manchmal sind es weniger, manchmal mehr. Was bedeuten diese Zahlen für dich? Da hat sich schon viel, viel getan vom kleinen Oscar zu jetzt. Also da ist halt sehr viel zwischendurch passiert. Ich habe jetzt irgendwie Management und Leute geben mir Tipps, so ja, wie kannst du mehr Viewer an dich ziehen und so. Und ich muss schon sagen, also das hat jetzt eine andere Bedeutung irgendwie für mich bekommen. Wenn halt ein Video von mir mal nur 30.000 Aufrufe hat, dann bin ich halt unglücklich, weil das ist für mich wenig, weil ich hatte halt schon Videos, wo es mal eine Woche am Stück halt jeden Tag irgendwie 100.000 gab oder so. Aber natürlich, wenn man das im Vergleich zu Klein Oscar sieht, der sich über 150 Abonnenten freut, ist das natürlich mega krass. Also 30.000 Views, das wäre damals wahrscheinlich schon für mich viral, so krass viral gewesen. Die Sichtweise hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Lernst du Fans auch persönlich kennen? Richtig persönlich, dass man sich irgendwie anfängt so zu treffen und gute Freunde wird so. Eigentlich eher nicht. Das liegt aber, glaube ich, an mir so, weil ich halt ein bisschen introvertiert bin und so. Ich schreibe aber tatsächlich mit ein paar auch relativ aktiv so und ein paar sind dann auch schon so ein Name und von ein paar weiß ich auch, wie die aussehen und erkenne die dann auch irgendwie auf der Gamescom zum Beispiel so wieder. Aber dass ich wirklich aktiven Kontakt mit einzelnen Fans habe, so, das ist relativ wenig, gibt's aber auch. Und wie hast du sonst Kontakt zu den Fans? Also halt über so Instagram, da schreiben mir halt super viele Leute. Deswegen, wenn da jetzt irgendwie halt 20 Leute am Tag schreiben und 10 davon sind halt einfach nur Hi oder Hey, wie geht's, da antworte ich dann halt nicht, weil wenn ich jedem Einzelnen antworten würde, so, da würde ich dann immer den Überblick verlieren und dann wollen die auch weiterschreiben und so. Und wo triffst du sie mal direkt? Ach so, so direkt in echt, ja, halt auf solchen so Conventions wie Gamescom. Da waren dann mal so bei 2 Fan-Treffen, 2 Autogrammstunden waren 300 oder so Leute 400, da. 500 Leute. Und das war schon echt richtig krass. Also das war... Macht es Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen introvertiert und tue mich ein bisschen schwieriger mit sozialen Situationen, weswegen ich danach immer super fertig bin. Aber das ist auf jeden Fall immer mega cool, wenn du halt, selbst wenn es nur 300 Leute sind, aber du siehst sie halt dann in echt und das hat einen ganz anderen Effekt. Also wenn jetzt ein Video von mir 300 Views haben würde, dann wäre ich so, okay. Aber 300 Leute in echt zu sehen, ist richtig cool so. Also das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch wenn man da meistens leider nicht so viel Zeit hat, mit dem Einzelnen irgendwie so zu reden. Ist auf jeden Fall cool, auch dann im Nachhinein so die Bilder zu sehen, die Leute gemacht haben. Was für Menschen sind deine Lieblingsfans? Also welche Fans hast du am liebsten als Fans? Das kann man schwierig pauschalisieren. Also ich bin ganz froh, ich habe jetzt nicht so die Fangirls, die dann irgendwie weinend in meine Arme gesprungen kommen oder so. Es gibt auch weibliche Zuschauer, weniger als männliche, aber es gibt auch weibliche, aber das sind jetzt halt nicht so die dann total ausrasten. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Was ist dir unangenehm an Zuschauern? Das passiert mir eigentlich nicht so oft, aber wenn die halt so persönliche, wenn die die Grenze zwischen das bin ich persönlich und das ist Oscar online, wenn die halt nicht kennen, halt irgendwie vor der Haustür stehen oder so. Was ich auch immer super unangenehm finde, ist, wenn Leute so unauffällig so ihr Handy so hochhalten und dann so ein Foto machen. Oder im Bus oder sowas. Leute, man merkt, wenn man
von wem erkannt wird. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das weiß jeder, der irgendwie ab und zu mal von Leuten erkannt wird. Man merkt einfach, wenn jemand einen kennt, und das ist dann halt so voll unangenehm, wenn die dann irgendwie nicht so kommen oder wenn die dann so tuscheln oder so. Was ist dir denn am liebsten? Ja, wenn die halt einfach so gechillt kommen. So, ich bin 17, so, ich bin ein ganz normaler Dude, wenn die halt einfach ja, ankommen und sagen, hey, bist du Oscar? Ja. Wenn die einfach entspannt sind und mich halt ja, normal so behandeln kann. Es gab ja mal auch eine Phase, in der du viel Hate gehabt hast. Jo. Ich habe in dem Buch geschrieben, da ging es dann auch um, keine Ahnung, dass dein Hals so lang ist und der Pinselkopf und du bist jung und hast kein Stimmbruch und so weiter. Hm. Ist das heute noch so? Also ich meine, Stimmbruch hast du, aber ist der Hate damit auch verschwunden ein bisschen mit dem Stimmbruch? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, ich habe immer noch so ab und zu Hate, aber das ist komplett unvergleichbar zu früher. Also gerade eben um 2016 rum, wo es halt wirklich erfolgreich war, so eben, da war ich halt so ein kleines Kind, ne? Mhm. Und da war dann die Bewertung halt so 6000 Likes und 4000 Dislikes. Mhm. Und die Kommentare sahen dementsprechend auch so aus. Also das sind dann halt die 16-, 17-Jährigen, die sich dann über einen 14-Jährigen, 13-Jährigen halt lustig machen. Mhm. Und dann war ich irgendwann selber 16 so, und dann war ich auch irgendwie auch so wie die. Hm. Und die haben und so. Und dann kamen aber auch wieder andere Sachen, so, jetzt ist mein Hals zu lang und so Krams. Also, ja, was ist jetzt heute in den Kommentaren so das, was dich am meisten unangenehm berührt? Also ich meine, es gibt ja Sachen, die ärgern einen, und welche, die ärgern einen nicht so sehr. Was ärgert dich? Ja, das mit dem Hals, das ist schon... Echt? Ja, ja. ich finde irgendwie so, also ich gehe damit eigentlich relativ locker um und ich mache da selber Witze drüber und so. Die Giraffe. Aber das ist schon so, also ja, okay, ich habe einen längeren Hals als andere und ich selber kann das auch nicht so merken, weil ich bin halt dran gewöhnt, aber was soll ich dagegen machen? So? Ich kann ja nichts gegen machen. Der längste Hals auf YouTube. Nee, es gibt auf jeden Fall andere noch, die auch so einen langen Hals haben und so. Okay. Und mit denen werde ich dann auch verglichen und sowas. Aber, echt? Ja? Ja, aber ich weiß nicht, also irgendwie, das ist halt so, wenn man so ein bisschen insecure über seinen eigenen Körper ist und dann kommen halt Leute und sagen, ja, dein Hals ist zu lang. Das ist halt dann so, ja, ich mache dann da selber Witze und finde das auch ein bisschen lustig so, aber irgendwie nervt es mich halt schon so. Okay. Bevor diese Kommentare kamen, zum Beispiel als ich kleiner war, da habe ich dann halt Hate für meinen, so, dass ich halt so dünn bin und dass ich irgendwie keinen Stimmbruch habe und so bekommen. Und da ist mir das mit dem Hals gar nicht aufgefallen, dass ich so einen langen Hals habe. Mhm. Und jetzt haben mich in den letzten Monaten so viele Leute haben halt geschrieben, ja, du hast ja so einen langen Hals, dass ich jetzt in den Spiegel gucke und mir so denke, boah, dein Hals ist schon echt ziemlich lang. So, also da... Ja. Das sind ja nur Äußerlichkeiten. Wie sieht es mit Kritik an, ja, an deinen Videos, an deinem Stil oder so aus? Ist der dir egal oder ist der gemein oder ist das okay? Ja, ist voll unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand schreibt, ja, deine Videos früher fand ich besser oder so, dann finde ich das natürlich schade, weil es ist halt, ich finde das immer ein bisschen schade, halt jemanden zu sehen, der einen früher gefeiert hat und jetzt aber nicht mehr einen feiert. Aber so ist es halt. Also man entwickelt sich halt auch selber weiter und ich will halt auch nicht einfach immer der gleiche von vor ein paar Jahren bleiben. So, das macht mir ja keinen Spaß. Gibt es denn eine Strategie, damit umzugehen? Oder hast du da eine Strategie? Also es gibt manche Kommentare, so, die sind mir relativ egal. Aber ja, jetzt irgendwie, heute hat einer geschrieben, oh ja, im letzten Video, wie ihr so fake lacht und so, um es auf krampfhaft lustig zu machen. Und Jeremy, der kann sich nicht mal einen Friseurbesuch leisten, muss mal wieder seine Haare schneiden. So. Das ist so voll der dumme Kommentar, der eigentlich nichts da zu suchen hat, worüber ich mir keine Gedanken machen soll, aber ich mache ja doch Gedanken drüber. So viele Gedanken, dass ich den relativ auswendig kenne. So. Und da weiß ich immer noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Also ich denke, dass du sagst auch immer, da muss man sehr, sehr lange lernen für. Ja, seit ich selber auch einen YouTube-Kanal habe, weiß ich noch mehr wie früher, dass es nicht so einfach ist, weil ich kenne auch die paar blöden Kommentare, ja. Also, und das sind manchmal völlig unsinnige Kritikpunkte. Ja. Vor allem, weil die Leute ja oft selber nicht selbst was auf die Reihe bringen. Ne? Ja, genau. Also das ist ja sowieso, es gibt die Leute, die sagen, du bist scheiße, zu dem, der halt 400.000 Abonnenten hat. Und es gibt dann den mit den 400.000 Abonnenten so. Also ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen, kann schnell falsch aufgenommen werden, aber ich denke, dass, also welcher YouTuber, der irgendwie ansatzweise ein bisschen erfolgreich ist, geht denn in Kommentare von anderen und sagt denen, dass sie scheiße sind. So. Das macht ja niemand. Weil er selber auch weiß, wie das wirkt. Ne? Ja, genau. Und was wäre also deine Message an die Zuschauer? Ja, ich glaube, einfach schreibt das und dann lest es euch nochmal durch, bevor ihr auf Posten drückt.
und dann denkt euch, wie wäre das, wenn mir das jetzt jemand schreiben würde, und dann löscht es einfach und macht euren Tag so. Ich habe mich auch ab und zu mal über irgendwelche Sachen aufgeregt und dachte, boah, das finde ich jetzt scheiße. Und dann dachte ich mir, ja, ist okay, ist halt so. Und dann bin ich wieder weitergegangen. Ein ziemlich gutes Schlusswort, finde ich, zu diesem Thema. Einfach manchmal nochmal drüber nachdenken und durchatmen und überlegen, was es beim anderen auslöst. Ja, vielen Dank. Ja. Lieber Oskar, für das Interview. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Dann lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und ein Like. Und schaut euch auch andere Videos auf diesem Kanal an. Und natürlich bei Oskar. Bis zum nächsten Mal. Euer dieser Oskar. So weit kommt's schon. Und dieser Dad.